Die Schwärmer stellen billige Prothesen her, falls du welche brauchst. Ala, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ah, na? Oh, da kassiert. Ah ja, stimmt, die nächste Welle. Klar, ich entsinne mich. Wundert euch nicht, hab heute kein Licht an, sondern nutze das Tageslicht, ne? Ja, ich denke, das juckt eh die wenigsten von euch letzten Endes, ne? Aber ist schon irre. Also sehe ich übelst aus wie der Leichnam, der ich eigentlich bin. Ich meide das Sonnenlicht. Braucht kein Mensch. Sonne, das ist ja Kokolores hier, ne? Wie easy die davon flanieren. So, wir wollen gar nicht die nächste Welle sein. Wir können auch ohne euch bluten. Alter, stecken hier jetzt noch so ein paar Bolzen irgendwo. Ja, oder? Ja, unsere Leute werden brachiale Schützen. Ich habe mir hier eine Liste gemacht, guck mal. Na, ihr seht nichts. Jetzt kommt nochmal richtig die Sonne raus. Es könnte zu Greenscreen-Issues hier unten führen, da irgendwo, aber I guess niemanden juckt das, ne? Hauptsächlich deswegen habe ich es auch aufgelassen, damit hier mal ein bisschen Sonne in den Puff kommt, ne? Ist schon wichtig ab und zu. Auch für so ein paar Hauspflanzen. Tierische Mitbewohnende, wisst Bescheid. Das ist ganz wichtig. Okay, wichtige Sache für uns. Dr. Green, der dürfte bald wieder fit sein. Na, können wir den wieder hochschicken? Ihr wisst ja Bescheid, ich will nur nicht, dass da irgendwelche Beine abploppen, weil ich unvorsichtig war oder dergleichen. Und unsere nächste Mission ist auf jeden Fall, diesen Außenposten ein bisschen weiter ausbauen. Ja, Watson, du solltest dringlichst auch ins Bett. Sowas von dringlichst. Oh Mann, da wäre ruckzuck was ab, ne? Das muss jetzt nicht sein. Aber der dürfte... Yo, der hat schon einen guten Feldarzt, ne? Und mir ist aufgefallen, wir müssen den Washu ja noch in einen Doktor umbenennen. Ganz wichtig eigentlich, ne? Tja, das ist so. Wisst ihr, was ich echt schade finde? Dass sich bei den Namen die Zeilen nicht stacken, bevor der Name nicht mehr reinpasst. Na, nimm das Doktor, mach's oben hin und dann passt Greenfump auch unten hin, oder? Oder zumindest gerade so. Ein bisschen schade eigentlich, aber meckern auf hohem Niveau. Ja. Na? Greenfarm 15. Doch, Feldarzt werde ich so immer wieder prüfen. Geschicklichkeit werden wir jetzt gucken, weil da geht halt viel, weil wir an den Geschütztürmen sind. Na, deswegen will ich das so ein bisschen aktiver verfolgen, sag ich mal. Dr. P. war gerade offensichtlich irgendwie stuck auf der Treppe. Ich gerade schon gewundert, was da los ist, aber vielleicht muss man da ab und zu einfach reinklicken, um das zu unstucken. Na? It is what it is. So. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Oh, hier, na, die. Wie konnte das passieren? Ja! Steuereintreiber bewegt sich auf Fiebertraum zu. Geile News, aber jetzt mal ehrlich. Machen wir mal diesen Case auf, oder? Wir sind ja einige Leute hier am Start, die gut Bescheid. Wie konnte das hier passieren? Wenn du jemanden heilst, heilst du immer zuerst, also du heilst von oben nach unten. Du heilst den Kopf fertig, bevor du den Bauch machst. Das heißt, er kann keine Wunde gehabt haben, als wir mit dem Heilungsprozess fertig waren. Das heißt, dieser Heilungsprozess bis zum rechten Bein, das scheint, ne? Da ging irgendwie das Medikament aus oder, wisst ihr, wie ich meine, der Gegner ist wieder aufgestanden. Aber dass er dann gleichmäßig überall ziemlich genau so viel Schaden bekommen hat? Hä? Also das sieht schon irre aus. Sowas sieht man selten, versteht mich nicht falsch. Also das hier bei vielen so. Ist das, wenn man die schlachtet? Wenn man die heilt und dann passiert das, oder? Dann, der Tod ratzt das dann auch alles weg, weil erst wenn die hier überall down sind, verschwinden die, oder wie? Kann das sein? Ich glaube, in so eine Richtung müsste man argumentieren, oder? Weil das ist ja hier immer dieselbe Symptomatik. Der wurde obviously voll geheilt. Und verliert dann... Ja, also wild. Okay, nee, habe ich so einfach noch nie beobachtet, ne? Weil wenn man so abstrusen Scheiß, wie wir das hier machen, einfach eigentlich ansonsten auch nicht tut, ne? Das ist schon, ja, eine Hausnummer für sich, sagen wir es mal so. Okay, dann würde ich... ja, die wagen sich immer wieder mal, ne? Aber wird halt nix. Oh, Dr. P., guck mal. Da kann es richtig Ärger anfangen hier. Die haben gar keinen Bock. Ja, dann ist es, wie es ist. Dann würde ich fast sagen, wir rennen mal für die nächste Person, oder?
Wir rennen mal für die nächste Person. Das ist doch eigentlich eine geile Idee. Ich meine, ansonsten haben wir gerade in dem Sinne nicht sonderlich viel aufzubauen. Das Einzige, was ich super gerne noch machen würde in nächster Zeit, ich muss gerade mal schauen, wir haben ja noch viele Bücher am Start, oder? Wir haben ja gerade erst eine ganze Fuhre gebracht. Gucken wir mal nochmal schnell rein. Ich würde super gerne dafür sorgen, dass wir jetzt relativ schnell damit anfangen, hier unsere Verbandskästen herzustellen, ne? Die eigenen, denn wir sehen ja auch, wir brauchen das, ne? Die gehen weg wie warme Semmel, wisst wie ich meine? Und entsprechend wäre das schon wichtig. Das heißt, wir müssen bei der Landwirtschaft dringend Richtung Hanf gehen. Hanfanbau, genau. Oder halt Baumwolle. Also Baumwolle oder Hanf, das wäre jetzt super wichtig, ne? Große Rohbauten wäre schon auch geil. Da brauchen wir halt langsam Ingenieursforschungsnotizen. Ich würde sagen, da chillen wir erstmal noch ein bisschen. Mhm. Ja, komm, aufgewässerte Steinmine wegen mir. Lagerkisten, Landwirtschaft. Neues Gebäude, Wassertank, Mehl. Ja, kommt. Nehmen wir mit, kostet keinen Scheiß. Dann ist das doch okay. Brunnen weiß ich gar nicht, ob wir das hier brauchen. Also, safe brauchen wir einen, ne? Aber ich weiß nicht, wie wichtig ist es, dass der krass ist in dem Sinne. Ich glaube, das ist hier nicht so wichtig. Wir werden es dann ja sehen. Kommt, Steinbau nehmen wir ein bisschen mit, warum nicht? Schlafsäcke. Hm. Wo waren denn Laternen? Hier eben, ne? Die nehmen wir auf jeden Fall auch mal noch mit. Ganz klare Sache. Verteidigung. Können wir da bald? Alter. Das wäre natürlich super geil, ne? Und unsere Forschungsstation bei Zeiten mal auszubauen, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Das können wir wegen mir gerne diese Episode auch noch machen. Allerdings müssen wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen, obwohl Eisenplatten dürften eigentlich hardcore da sein. Ja, komm, Dr. Peter, nimm da mal schnell die Buchs raus. Und dann knallen wir die geschwind hoch, ne? So. Eben, ihr regelt das. Das liebe ich, dass da die Person, die den Job hat, mitbaut. Das finde ich irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein bei Kenshi, ne? So, man würde das nicht unbedingt erwarten, finde ich. Aber it is what it is, ne? Machen die so. Manche machen so, manche machen so. Alter, ja, die kriegen hier nach und nach, ne? Hits, Hiebe kriegen die. So, wie geht's euch? Immer wieder, ich sag's euch, immer wieder durchgucken. Das sind so fragile Wesen, ne? Die sind ruckzuck weg vom Fenster, sag ich euch. Das ist... Da legen wir es nicht drauf an. Und jetzt wird's halt gerade, ne, haben wir es noch Nacht? Okay, wenn der Dr. P. jetzt dann losgeht, wir haben genug Cash. Hm, wen schicken wir denn da los? Ich würde eigentlich gerne Hanbu auch mitnehmen. Alter, der hat ja noch einen Rucksack, Holmes. Ist ja Ehre. Was hat er da drin? Flösch. Gibt er das schnell ab? Ne, macht er nicht. Dann legen wir das schnell ab. Okay, da scheint der Koch nicht so ganz hinterher zu kommen, ne? Und ein bisschen besser werden. Ja, well, dann muss der Rest, ja, halt hier rein. So, ist okay, ne? Das ist, ja, wisst Bescheid. Nimm hier mal den Diebesrucksack mit. Okay, der sollte halt nicht unbedingt mit gestohlener Rüstung da reinmarschieren, ne? Ist zwar Händlergilde, aber ihr wisst, was ich meine, das muss jetzt nicht sein. Ziehen wir dem in dem Sinne was anderes an. Ja, hier, nimm mal den mit. Dann bräuchte man halt irgendwann mal noch eine Hose, mit der wir rausgehen können, ne? Ja, Sklavenhändler kann halt auch gut sein, dass wir den da über den Weg laufen. Das muss jetzt nicht sein. Ja, das passt so. Dann geht er halt ohne Höschen. Oder haben wir irgendwo eine Hose, die wir mitnehmen dürfen? Müsste doch eigentlich, was haben wir hier? Panzerter Lumpenrock, Rang Standard, beim Dr. Green. Ja, eben, dann gib dem mal Dr. Humble, dann kann der nämlich auf jeden Fall mit. Hä? Woher kommt das denn jetzt gerade? Wir haben doch hier gerade... War das jetzt hier die ganze Zeit schon drin? Hä? Woher? Hatten wir das noch in dem... Ah, wir hatten das noch in dem Diebesrucksack. Ach so, stimmt. Da fällt es mir auch gerade wieder ein, ne? Wir haben ja letztes Mal extra nochmal Stoffe mitgenommen für ein potenzielles weiteres Bett. Ich bin auch im Überlegen, ob ich die Betten hier rausnehme und ob wir unser Quartier gewissermaßen hier reintun, einfach weil wir da mehr Platz haben. Na. Ja, ja, müssen wir gucken. Hat alles Zeit. Das muss auf jeden Fall ein fliegender Wechsel werden, so dass wir in der Zwischenzeit auf jeden Fall Betten haben. Na, also wir bauen da drüben welche auf und dann nach und nach hier ab. Eher als dass wir hier jetzt alle abbauen und dann anfangen da drüben aufzubauen. Ist ja klar warum, oder? Weil... Kann gefährlich werden. Dr. Watson, ich denke, das passt. So, Hanbu, dann zeig mal her.
Im Übrigen kann Dr. Green dann auch schnell eine Hose anziehen. Ja, Hauptsache du hast da Schutz auf den Beinen, dass da kein Scheiß passiert. So. Was wird denn da zusammengeschossen? Oh ja, dem geht's gar nicht mehr gut. Ja, der ist weg vom Fenster, ne? Dr. P, den kannst du ein bisschen hocharzten. Ja, schön erste Hilfe reinbuttern. Ja, die Tierhäute kannst du auch schon nicht mehr abgeben, oder wie? Als ob hier jeder voll ist. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, ganz ehrlich. Wahrscheinlich, weil ich ihn ins Bett gelegt habe, ne? Ins Bett geforst habe. So, jetzt gucken wir mal, ne? Der ist jetzt überall voll. Jetzt schlachten wir den ab. Und dann kriegt er hier ein Minus drauf, oder wie? Weil jetzt sehen wir ja den Pfeil noch nicht. Aber wahrscheinlich liegt er drunter, ne? Weil eben tot. Ja, okay, du darfst dich da draußen gerne schlagen. Das ist gar kein Thema. Dieses Nest ist ultra stoisch, oder? Die haben keinen Bock, hier zu sterben. Das sehen die gar nicht ein. Die sind richtig... Die zeigen uns, was Widerstand bedeutet, ne? So, im Sterben Brust minus 81, ja, das hält noch eine Weile, ne? Da können wir gern und gut noch ein bisschen... Uiuiui, da hat auch noch mal einen erwischt, und zwar auf einen Distance-Shot. Die werden mittlerweile schon einfach echt gut zerlegt, ne? Wir machen hier schon mal weiter, bis der kommt. Karawanenbesuch auf dem Weg nach Fiebertraum. Wie sieht's eigentlich aus mit den Steuereintreibern, die kommen wollten? Das müssen wir halt auch noch ein bisschen im Auge behalten, ne? Ja, Dr. P., eigentlich wollten wir ja los, ne? Dass das jetzt hier in einem Gemetzel ausartet, war irgendwo zwar abzusehen, aber muss ja nicht immer sein, oder? Guck mal, dann machen wir hier noch ihn. Ja, ja, und dann sieht's bald auch schon schlechter aus mit unserer medizinischen Versorgung. Ja, komm, Dr. P., geh mal schnell rein. Oh Mann, Alter, es ist unglaublich, wie gut man da leveln kann. Alter, Dr. P. ist so ein Overlord. Also für Episode, was ist das hier? 16, 17, ist das so bodenlos, was er mittlerweile kann, ne? Also es ist schon ziemlich irre, würde ich behaupten. Klar, man kann es immer noch mal eine Ecke härter auf die Spitze treiben, aber das ist schon ziemlich heftig, ne? Das ist schon ziemlich heftig, was hier abgeht. Doch, doch, definitiv. Dr. Greenfump, chill mal ein bisschen. Knall dich mal kurz hin. Das hier muss doch jetzt nicht sein, oder? Ja, dann Greenfarm, guck mal, mach da mal erste Hilfe. Und dann kannst du es danach ausschlachten. Oder Dr. P. macht das. Oh, auf den Kopf. Hm, na dann. Oh, direkt zweimal auf den Kopf. Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ja, nee, Dr. Greenfarm, guck mal, knall dich mal noch ein bisschen hin. Das ist jetzt echt nicht verkehrt. Der Kopf, das muss jetzt nicht. Alter, hier regnet's? Hat's hier schon mal geregnet? Seit wir hier sind? Stark, stark, gut zu wissen. Okay, Dr. P., da haben wir es eigentlich bereit, denke ich mal, ne? Mit dem können wir ziemlich direkt los, würde ich behaupten. In dem Sinne machen wir das jetzt auch. Ja, das passt. Dr. P., nimm du auch mal noch einen Rucksack mit. Wo ist jetzt der fette Rucksack? Wer hat den jetzt gerade? Hier, der Beep. Alter Junge, der hat ja hier noch mehr davon. Tja, dann packen wir das mal in unsere Forschungsstation Stufe 3 rein, ne? Seht ihr mal, wie ich hier die ganze Zeit irgendwo meine Rucksäcke vergesse. Und ruckzuck haben wir wieder noch geileren Scheiß am Start, ne? Das ist schon echt verrückt. Dr. P., du müsstest eigentlich... Ah, du hast ja wahrscheinlich schon abgelegt, oder? Hm. Naja, wie auch immer. Ich bin, glaub, gerade ein bisschen Delulu, ist aber okay. Humble, scheiß mal hier drauf und komm mit. Wir machen jetzt fancy Stuff. Zu zweit. Hoff, du hast Bock? Eigentlich würde ich einen Dr. Beep auch gerne mitnehmen. Das machen wir jetzt, oder? Aber da können wir es uns rüstungstechnisch gerade nicht ganz erlauben. Nicht, dass der jetzt Ärger kriegt, ne? Wir müssen noch Rüstung besorgen, mit der wir unterwegs sein können. Sonst sind wir ja hier mega gefangen, weil wie gesagt, zu früh will ich es mir mit der Vereinigten Städten nicht verscherzen, aber irgendwann dann halt schon. So, jetzt gehen wir mal darüber und gucken mal, ob wir die Steuereintreiber direkt auf dem Weg abpassen können. Denn wenn nicht, dann müssen wir eh noch kurz warten, bis die da waren. Weil Dr. P., ne, den anderen müssen wir da sonst die Rüstung ausziehen und so, wisst Bescheid. So, jetzt rennen wir erstmal hier raus, dann gucken wir schnell, wo die jetzt sind. Hier direkt, sind sie das? Das sind offensichtlich die Händler, ne? Händlergilde, ist okay. Dr. P., red mal mit denen.
Hi, Medikamente, Rationen, handeln wir, let's go. Medikamente nehmen wir mit. Ne, der Rest ist uns egal. Obwohl, elektrische Komponenten, Stoffe, warum nicht, ne? Nehmen wir mit, das passt. Ich danke dir herzlich. Und er rennt jetzt trotzdem zum Außenposten. Okay, dann werden das die Steuereintreiber ja höchstwahrscheinlich auch so handhaben. Ne? Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt bei den Steuern zu zahlen. Wo sind die denn stecken geblieben? Vielleicht können wir ja mit denen mitrennen. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre ja okay, oder? Ja, das sieht stark nach. Wenn ich jetzt bei denen bezahle, rennen die dann weiter? Das macht ja keinen Sinn, weil dann ist ja denn ihre Mission eigentlich... Oh, okay, die werden hier noch gar nicht als Mission angezeigt. Ja, das sind schon wieder ziemlich heftige Leute, ne? Also... Ja, okay, wir müssen nochmal zurück. Wir können das jetzt nicht verantworten, dass die da... Ne? Nee. Alter, dieser Weg dahin, es ist so ein Joke. Oh Mann. Es ist so gut, oder? Es ist so gut, wie das hier alles so ist. Einfach verrückt. So, guck mal, das muss weg. Ne? Ninja Sword, das haben wir gestohlen. Ist okay, aber es steht nicht dran, von wem. Gestohlen, ja, das muss auf jeden Fall weg. Das sollten wir wegpacken. Wir merken uns bitte, ne? Wahrscheinlich ihr nochmal mehr als ich. Ah, Green Farm hätte noch Zeug, mit dem man Dr. Beep noch mitschicken könnte. Guck mal, Dr. Beep, dann kommst du nämlich nachher doch noch mit. So. Dr. Who, wie sieht's bei dir aus? Das sieht gar nicht so krass gestohlen aus. Okay, das ist gestohlen. Dr. Green, ja, das ist ordentlich gestohlen worden, klar. Vielleicht müssen wir einfach bei Leuten stehlen, die hier nicht in der Nähe sind. Dann haben wir es ja auch leichter, wisst ihr, wie ich meine? Ah ja, das ist natürlich auch hart gestohlen hier, gell? Ja, komplett mitgenommen. So, hier noch ihn. Guck mal so. Dann können wir jetzt vom Dr. P. auch direkt nochmal schnell das Zeug hier ablegen. Und Dr. Beep, du kannst dann gleich auch mal mitkommen, ne? Ja, sehr schön. Eigentlich würde ich auch Dr. Stone gerne mitnehmen. Wir müssen noch so eine aufklärerische Elite machen. Schnauf, schnauf. Ja. Haben sie den Fiebertraum erreicht, ne? Wir bringen auch direkt Verstärkung. Ja, okay, die Karawane wird hier offensichtlich Ärger haben. So, dem Greenscreen, dem Big Thing, dodgen wir schnell. Dodgen? Ne, da wird gedodged. Okay. Willst du deine Vorräte auf... Junge, wir haben schon bei euch gekauft. Wollt ihr vielleicht gucken, dass ihr hier jetzt nicht komplett hops genommen werdet? Ich frage für einen Kumpel, ne? Also, you do you, aber... Ja, komm, ich glaube, der Dr. P. hat einfach Lust, da jetzt auch mitzumachen. Dr. Hanbo, du kannst da wegen mir auch schnell raus und so ein bisschen prügeln. Das ist voll in Ordnung. Und nur wenn sie auch... Obwohl, er hat jetzt ja sein Naginata. Das will ich jetzt mal sehen. Wie viel Damage do you do? Ja, schau mal. 33 plus 2. Gar nicht schlecht, ne? Das Lasttier hier macht zwar 112, aber 33 plus 2 finde ich jetzt auch nicht so verkehrt hier. Ja, Handel, wie sieht's da bei dir aus? Linkes Bein sieht nicht so fancy aus, ne? Ne, bevor er da jetzt mal reinhält, soll er mal ein bisschen lernen zu verteilen mit seinem Naginata. Ist wichtig, wie ich finde. Ja, die hauen die Händlergilde hier kaputt, ne? Dr. P. Sowas in der Art dachte ich mir leider, dass das früher oder später hier passieren wird mit diesen Kisten. Sag mal, wie lange brauchen die denn jetzt noch, bis die hier ankommen? Das ist ja auch ein Joke, oder? Also... Ja, eben. Kommt jetzt auch mal rum. Ich will los. Ihr könnt gerne hier schnell mithelfen, ne? Aber vor allem will ich... Uiuiui, der hat's ja komplett orbital verschoben. Nein, fass mich nicht an. So, du gehst nochmal so schnell, so lang pennen. Dr. Hanbo, Dr. P. wie hart hat's dich erwischt? Eigentlich gar nicht. So, und was ist jetzt mit euch hier? Wollt ihr jetzt auch was von mir oder wie ist es da? Habt ihr jetzt den Ort erreicht? Ach, was ist denn jetzt denn ihre Mission? Dr. P., komm, dann heil noch ein bisschen. Ich glaube, wenn die hier fertig sind mit Heilen, kommen die zu uns und sagen, hey, hier, Samurai und so, ne, zahlt mal eure Pacht. Oder wie ist es da? Eben, ja, perfekt. Beamter des Kaiserreichs, macht Platz. Genau, wir gehen da hin und labern mit dem. Hm? Hi. Erks, zurück in meine Lieblingsbarackensiedlung.
Ist doch voll schön, ne? Deine Steuerzahlung steht an, die Summe beträgt 4.500. Ah, easy, ne? Alles klar, Schnaub. Sieh zu, dass dieser Ort etwas präsentabler ist, wenn ich wiederkomme, ja? Das Kaiserreich muss gewisse Ansprüche entsprechen, weißt du? Hä? Sieht doch übelst einladend aus hier, oder nicht? Also weiß ich ja nicht hier. Das ist doch... Blut, Tod. Wir sehen uns in einer Woche, ne? Für deinen nächsten Beitrag. Ja, Digi, ich verdiene hier das 80-fache von dem, was ihr mir abzieht, in einer Sekunde. Und wenn ihr jetzt hier auch noch wieder sterbt, obwohl ich glaube, diesmal sterben die nicht, ne? So viel ist diesmal hier nicht los. Ist aber auch okay, beim nächsten Mal dann wieder, ne? Ich wünsche euch was, haut rein. Bin mal gespannt, wo sie jetzt langgehen. Vielleicht fangen sie ja da hinten mit einem Nestärger an und werden da auseinandergenommen und wir finden irgendwann den ihre Leichnämer und Rüstungen da. Ey, sein kann das immer. Das kann... Alter, da gab's ja auch nochmal ein richtiges Gemetzel. Alter, wir kommen hier aus dem Heilen gar nicht raus. Das war die beste Idee aller Zeiten, ohne Witz. Ja, let's go. Du darfst immer gerne weiterprügeln, ja, ist okay für mich. Ja. So läuft's dann halt, ne? Also, könnt ihr mal gerne auf Rambazamba machen, aber dann müsst ihr ja halt doch wieder geheilt werden, ist ja klar. So, guck mal, hier machen wir auch noch erste Hilfe-Li, ne? Und den hier würde ich auch noch gerne mitnehmen, wenn du fertig bist, Dr. P. Und dann gehen wir bitte endlich los. Und dann wird es wahrscheinlich Nacht, wenn wir ankommen, ist aber egal, ne? Obwohl, dann könnten wir vielleicht schon noch auf den nächsten Tag warten. Das nimmt halt auch einfach kein Ende hier, ne? Es nimmt kein Ende. Und wie er da am Zähigkeit-Leveln ist, jetzt 60er Zähigkeit, ne? Einfach, weil wir uns prügeln lassen, während wir heilen und es uns eigentlich egal sein kann. Es ist schon echt ziemlich verrückt, was hier abgeht. Humble, bist du wieder fit? Definitiv. Dr. Beep, du bist readier denn je, I guess, ne? Okay, dann fangen wir wieder an. Dr. Stone, zieh dir mal wieder ein bisschen Shit an, ne? Da oben nackt zu stehen, sträubt sich mir alles, sag ich euch. Ja, genau, kriegst mal das, ne? Green Thumb. Zieh dir mal ein Höschen an. Experte? Ja, nee, muss jetzt nicht, glaube ich, beim Greenie. Das ist okay. Dr. Who. Du bist ja eh unten. Na, da reicht eigentlich auch das minderwertige Höschen, das irgendwo rumpimmelt. Genau. Dr. Green, du bist oben. Du brauchst auf jeden Fall gut Defense. Das ist ganz wichtig. Handel, alles klar. Washu, ja, komm. Der Washu, wie sieht's denn da aus? Haben wir noch ein Höschen, das... Ja, komm, nimmt der alten Expertenhöschen mit. Das ist schon okay. Watson braucht nur noch eine Hose. Ja, easy. Alles klar. Ja, perfekt. Dann würde ich behaupten, das passt alles, oder? Ja, sie fangen da echt mit irgendwas Ärger an, oder? Oh, nee. Oh, nee. Alter, das bedeutet ja wieder extrem geile Rüstungen für uns, oder? Vor allem, die sind alle gut am Arsch, ne? Also, der hier steht nicht mehr auf. Der hier könnte noch wieder aufstehen. Wenn wir den aber schnell... Oh, obwohl, wenn der Arm noch abprallt, während der... Ne? Der hier ist Safe Call tot. Der wird auch sterben. Na, also ich gucke immer, ne, ist klar. Zwei Verschlechterungspfeile, der ist über 400 Sekunden bewusstlos, ne? Und sein K.O.-Punkt ist minus 41. Sprich, wenn das hier um 2 Punkte fällt, dann wacht er nicht mehr auf und dann wird er an den Verschlechterungen der Wunden sterben. Das ist ganz klar. Solange nicht jemand anders von seinem Squad das überlebt und ihn heilt, versteht sich. Wir könnten das natürlich auch machen, aber wir haben irgendwo auch ein Interesse daran, dass die es halt nicht schaffen, ne? Und wenn die jetzt noch bei lebendigem Leibe angeknuspert werden, wie das hier der Fall ist, ja, dann sieht's ganz schlecht aus, ne? Die knuspern denen die Beine weg, das habt ihr noch nicht erlebt. Das gönne ich denen jetzt auch, ne? Also sollten wir vielleicht mit hier noch einen Crossbow hinbauen, erstmal chillen. Draußen ist eine Kehrmaschine. Hört man die? Bestimmt, oder? Naja, egal. Ja, ja. They don't care, dass der P aufnimmt, ne? They simply don't care. Okay. Ja. Dann würde ich behaupten, wir machen uns auf den Weg, oder? Jetzt passt ja alles. Dr. P ist wieder fit, genau. Dr. Beep, Dr. Humble. Here we go. So, genau. Ihr rennt jetzt einmal hier rüber. Wir brauchen Baumwolle oder Hanf. Das ist die Main-Mission, ne? Nebenmission, wie immer, so ein paar Ressourcen ab. Oh nein! Die Händlergilde, oh no!
Ja, Karawanenwache, das ist ja doof gelaufen, ne? Euer Lasttier, da sieht's schlecht aus. Okay, Dr. P, Dr. Humble, ihr greift hier an. Dr. Beep, du kümmerst dich ums Lasttier, ne? Schwärmet aus. Ja, ihr beiden dürft gerne spotten. Hanbu, dann geh du noch für ihn. Hanbu, schnell. Hanbu, Hanbu, Hanbu. Ja, nice. Kriegt Hanbu das hin? Safe, oder? Safe. Dr. Beep, was hast du jetzt eigentlich für ein Höschen an? Das passt. Ja, müssen wir bald beim Dr. P auch mal wieder nach neuen Moves gucken, oder? Ich denke, da dürfte schon wieder einiges gegangen sein. So, und das Lasttier alleine wird's nicht machen, wenn hier nicht auch noch irgendwas überlebt, ne? Weil es braucht irgendjemanden, der den Follow-Befehl hat. So, dann müssen wir das hier auf jeden Fall ausnehmen. Ja, komm, nimm mal so viel Leder mit, du packen kannst, das ist okay. Oh, und nimm dir was zu essen mit, fällt mir gerade auf. Ihr habt ja alle nichts zu essen, ne? Dann hier, Dr. P, nimm dir auch mal einen Flösch, Dr. Hanbu. Gönnt euch mal, ne? Kannst hier weitermachen mit Erster Hilfe, Dr. Beep? Wie sieht's denn aus? 25er Feldarzt beim Dr. Beep, ne? Oh, ist deine Waffe gestohlen? Ja, aber nicht von, ne? Ist okay. Denke ich. Ich weiß gar nicht, wie ernst die, ne, da nimmt, aber ich hoffe mal, das geht klar. Dr. Hanbu, seit ich da reinschaue, sieht's ja gar nicht gut aus, ne? Oh, da ging das down? Das klang so, wie ich finde. Alter, der Dr. P hat noch keinen Hit kassiert, ne? Ja, Dr. Beep, hilf mal lieber hier mit. Na, das wäre eigentlich wichtiger. Also Dr. Beep auch solider Damage mit dem Katana, ne? Klar, haben halt keine Rüstung. Ja, und wenn jetzt Dr. P noch da dazu kommt, dann... Ja, Mann, dann legen wir die Sachen vom Dr. P noch schnell ab. Roffel, ne? Hat er gesagt, oder? Alter, manchmal bin ich so ein unglaublicher Lelek. Es ist schon echt verrückt. Naja, ist wie es ist, ne? Was will man machen? Na, Dr. Hanbu, das gefällt mir ja gar nicht, was der Phase ist, ne? Ja, so blockt man das, genau. Jetzt lötet da mal rein. Zu dritt, kommt. Ja. Nimm mit. Stark. Okay, Dr. Hanbu, die Beine gefallen mir gar nicht, aber der Dr. P carried dich da durch. Das ist gar kein Thema, denke ich mal, ne? Dr. Beep, was ist deine Mission? Nee, ah, er will bestimmt die Tierhäute abgeben, aber das ist jetzt nicht wichtig. Dachte, Herr Halten überspielt in dem Sinne die Aufgaben, aber in dem Fall nicht. Ja, dann heil da mal mit. Alter, und dann gehen wir noch so in die City, oder? Ey, ich hoffe echt, wir kriegen da gescheit was hin. Es wär mir schon echt ein Anliegen. Dr. Hornby, wie schnell bist du denn so? 16. Ja, das passt. Das ist okay. Sollen wir bei der Sklavenfarm nochmal vorbeischauen? Vielleicht haben die ja einen Shop, den ich letztes Mal nur nicht geschnallt habe. Das nächste Schnabelding muss jetzt erstmal nicht sein. Auch wenn Dr. P die gestört zerlegt, ne? Aber die anderen müssen halt noch ein bisschen mehr lernen. Und wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen vom Fleck kommen. Oh, Dr. Beep hat auch einmal auf die Brust kassiert, ne? Da geht's immer flutschzuck hier. Aber auch da, Katana ist jetzt auf 10. Sehr schön, ne? So muss das sein. Das ist halt bodenlos hier, ne? Und hier wird aber auch zunehmend Stangenwaffen bald auf 20. Sehr geil. Dr. Stone, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Ja, da müssen wir auch bald mal wieder ein bisschen trainieren gehen, ne? Mit allen generell. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwie an coole Rüstungen rankommen. Und was das betrifft, habe ich auch eigentlich eine super coole Idee. Allerdings würde ich gerne erst dafür sorgen, dass wir, während wir diese Idee umsetzen, auch ein bisschen grinden können. Was ist denn da? Adelshaus, ja, da könnte man mal einbrechen, ne? So, jetzt aber viel wichtiger, habt ihr hier denn nichts zu verkaufen? Ihr habt doch hier bestimmt irgendwie, ihr verkauft doch hier safe das, was ihr auch anbaut, oder? Wer ist denn hier euer Vander? Wer ist hier Ollie Vander? Bist du der Vander? Nee. Wer ist hier der Vander? Verkauft hier niemand was, oder wie? Das ist eine Bar, in der niemand irgendwas... Hä? Gibt's hier... Er handelt doch safe, oder? Sklaven... Ja, er handelt mit... Ja, okay. Ich meinte jetzt eher mit Ressourcen so, ne? Aber... Ja. Hä? Ich meine, ich bin irgendwie echt davon ausgegangen, dass wir hier doch bestimmt alles kaufen können. Vielleicht müssen wir hier mal sneakend jemanden hinschicken und uns das zusammen klauen. Was haben die denn hier so? Die machen hier nur Kaktus, oder wie? Ja, ist halt Wüste schon wieder, ne? Ja, die haben halt nicht so gute Gegebenheiten wie wir unten. Was ist hier los? Da verkoppen die, glaube ich, auch, ne? Ja, wir könnten jetzt schon nochmal jemanden mitnehmen, versteht mich nicht falsch. Aber ich würde gerne erst gewährleisten, dass wir
am Außenposten weiterkommen. Und das tun wir halt, indem wir jetzt zum Beispiel ja, neue Sachen anbauen können. Das ist okay. Yeah. Kann man so machen. Muss aber nicht, ne? Digi, wir standen hier. Ja, ja. Müssen die wissen, ne? Die müssen das ja rennen, nicht ich. Okay. Wer könnte denn... Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass es uns nur deswegen irgendwie in den Sumpf zieht oder so, ne? Das wäre jetzt irgendwie... Sag mal, hat der Schweber sich da gerade reingedippt? Ja, guck mal, da chillt er. Der kleine Arsch, ne? Skimmer, wir sehen dich. Sind wir auf Kollisionskurs? Der wird da richtig rausgeskimmt kommen. Der skimmt uns mitten ins Gesicht. Also wir hängen den schon ab, versteht mich nicht falsch, aber wenn man halt direkt über die drüber latscht, dann kriegt man halt meistens einen Hit und dann machen die schon immer schnell mal Damage, so ist es nicht. Das muss jetzt gerade nicht sein, ne? Da surrounden wir und zwar definitiv machen wir hier ein bisschen Sands rein, oder? Ja, oder in the Sand. Ja, ja, doch, doch, den spüre ich jetzt. Wee wee. Alter, ich werde mir nachher noch so einen mächtigen Eintopf kochen. Ihr habt keine Ahnung. Karotten, Kartoffeln, Sellerie, na also so, wie heißt der? Wurzel, Knollen, Sellerie, ihr wisst, was ich meine. Was muss noch rein? Zwiebel, eine Faktor Zwiebel, Alter, Knoblauch. Ich überlege, ob noch Linsen oder so geraspelter Tofu, na, finde ich schon auch immer richtig geil. Linsen würde ich aber getrennt machen, sonst zacken die am Ende immer die ganze Flüssigkeit auf. Oder Buchstabennudeln. Alter Junge, Buchstabennudeln wäre auch Ehre. Hey, brauchst du jemanden? Ich arbeite für Essen. Ist das so? Piep. Ja, wenn ihr Lust habt. Aber es scheint ja nicht so, als würdet ihr Lust haben, ne? Wir chillen hier mal. Ich kann dein Zeug tragen, ich kann dir auch den Rücken massieren. Digga, du kannst auch einfach gleichberechtigt mit uns chillen, wenn du willst, ne? Verräter, du lässt deine Brüder im Stich. Ihr könntet wegen mir alle gerne mitkommen. Wir sitzen im gleichen Boot, also halten wir zusammen. Zusammen? Ich kümmere mich um mich. Um mich allein. Naja, egal. Sieht eh wie ein Spinner aus. Ich dachte, wir sind cool. Also, ich finde uns cool. Kann er sagen, was er will? Ne, bei uns läuft wenigstens. Ja, ja, der Arme. Das tut mir gerade leid, was ich gesagt habe. Ne? Der Arme. Sag mal, sind die da drüben schon tot? Oder wie sieht's da aus? Sag mal, ne? Ja, oh, jemand hat's hochgeschafft. Stark. Mit einem gelähmten Arm, ne? Der ist natürlich voll ab. Ja, ja, da wird man kaputt geknüppelt. So sieht's aus, ne? Haben wir gerade auf die geschossen? Woher hat er den Bauch? Ach, das ist noch von dem Martial Arts Hit, verstehe. Der ist tot? Der ist tot. Bist du bewusstlos? Nee, steht gleich wieder... Okay, jetzt ist er richtig bewusstlos. Das heißt, jetzt könnten wir uns über die Toten hermachen. Dann machen wir das mal geschwind, Dr. Greenfarm. Obwohl vielleicht nicht unbedingt, solange die da zu 100 sind, oder? Greenfarm, mit was bist du gerade unterwegs? Ja, zieh die mal aus, dann könnte es was werden in der Nacht, ne? Und das nachts. Siu! Ja, das kriegen die never mit. Minderwertig? Was seid ihr denn für Pappnasen hier? ist nur ein Samurai, ne? Also kein hoher Samurai hier, das ist klar. Samurai-Offizierin. Hat wahrscheinlich schon eher was Geiles dabei, ne? Oh, da könnte eine Entdeckung gehen. Standard. Weiß ich jetzt nicht, ob es mir Standard wert ist, ne? Was haben wir hier? Da, Samurai. Samurai. Gibt es hier irgendwo noch jemanden, der was kann, oder? Wie ist es? Samurai wird bei lebendigem Leib gefressen. Na, ja, das waren ja eher die Witzbolde hier, ne? War jetzt gar niemand so krasses dabei. Na, dann ist das, wie es ist. Wegen so ein paar Pippi-Rüstungen hier mache ich jetzt kein Fass auf, ne? Also bin ich ehrlich mit euch, das muss jetzt nicht sein. Ja, perfekt überbrückt hier, oder? Klasse. So, Dr. Hanbu, du kannst direkt dich mal in der Bar hinknallen wegen mir. Das ist gar kein Thema. Kann man eh eigentlich gerade mal alle rein, fällt mir so auf. Was haben wir denn da? Einfach so widerliche Ärzte hierher zu bringen.
Ja, genau, wir sind Ärzte, da hast du vollkommen recht. Woher weiß er das? Heldenboss. Weißt du, was ich gestern von der Karawanenwache gehört habe? Tritt ein und schau dich um. Ja, ich will jetzt hier das mit den Ärzten. Woher weiß er das? Wo ist deine Königin? Ist sie heiß? Alter, sind die unangenehm, Mann. Ne? Und ich fand die mal cool. Ich muss es zu aller Schande, Schande zugestehen. Ich fand die mal cool. Weil die haben halt, der Fack von den Verwehten. Und den kann man nicht rekrutieren? Hä? Der sieht doch übelst recruitable aus, oder? Und entspannt da. Schade, da wären ordentlich. Alter, und der Khalid. Kann man aber auch nicht rekrutieren. Dann hätten wir hier nochmal einen Prinz. Ah, nee, das. Doch, ist ein Prinz. Der Gecko. Ja, hier würde schon noch gut was abgehen. So ist es nicht, ne? Man könnte durchaus noch einige Leute mitnehmen. Gar kein Fragili. Piep, ruh dich da auch mal aus. Ja. Reicht, wenn der Dr. P. erstmal fit ist, ne? So, Dr. P., hol dir mal im Tresen ein paar Infos, ne? So macht man das nämlich. Immer erstmal mit dem Bartender sprechen, ist ganz klar. Lass uns handeln, Homeboy. Der hat 15k, da können wir erstmal ordentlich was verkoppen. So, Beep, guck mal, genau, werdet mal euer Leder los hier, ne? Der Lederlappen. Stark. Genau, brauchen wir irgendwas von dem eigentlich nicht? Gesucht Gorillo. Rasse Grünländer, Geschlecht männlich, übermenschlich groß, sehr dumm. Wird auch der Brocken genannt. Belohnung 60k. 60k Belohnung wäre natürlich fett, ne? Aber erstmal machen wir noch keine Kopfgeldjagd. Wir haben gerade was anderes zu tun. Und zwar brauchen wir Ranchbedarf. Hat hier der Gemischtwarenhändler maybe ein bisschen Ranchbedarf? Na, jetzt eh erstmal gar niemand, weil mitten in der Nacht ist klar, aber ihr wisst, was ich meine. So, Dr. Who. Sag mal, warum macht eigentlich Green Thumb? Was ist gerade dem seine... Aha, er macht hier noch weiter. Okay, das heißt Eisenplatten laufen und das ist auch bald erschöpft und sein Arbeiterskill nimmt hier weiter zu. Ja, das ist doch klasse. Dann machen wir da auch weiter so, ganz klar. Dr. Who ist ordentlich am Kochen. Ne, he cooking. Genau, okay. Ihr seht das schon ein, dass ihr jeweils an dem steht, an dem ihr stehen sollt. Oh, der Bashu wechselt auch gern mal. Ja, nee, jetzt sieht das nicht. Jetzt bleibe ich auch da, ne? Das ist ja. Okay. Das ist ja klar. Okay, das geht auch gut voran. Ne? Wir machen jetzt auch Essence Money. Das heißt, wir können bald Leuten auch hier Pausengeld nehmen. Oh, wer kommt denn da vorbei, ne? Auf so einem nächtlichen Spaziergang und zack, hagelt's Pfeile. Lad, lad, lad! Die verlieren dann halt auch immer so unverhältnismäßig viel Blut, ne? Das ist schon echt verrückt. Okay, Dr. Greenfarm, guck mal. Da gibt's doch was zu heilen für dich, ne? Den haben wir auch noch erwischt. Wegen Blut. Ja, knallhart. Ist ja... Ja, die sind ja alle knallhart wegen Blutverlust down, ne? Ja, ja, biegt mal ab. Ah, da drüben bei den Samurais, da gibt's ein richtiges Festmahl, ne? Das ist ja echt verrückt. Mach mal ihn hier noch, der hat minus 200er Brust, das ist ja der Hammer. Wisst ihr, da können wir so viele, das sind 500, 600 Punkte, die wir da heilen. An einem einzigen Körperteil. Alter, wir werden so Premium-Doktoren, es ist so bodenlos, ne? Also, das ist wirklich eine der geilsten Ideen, die ich je hatte. Ich kann es nur mehrfach und wieder wiederholen, ne? Es funktioniert so unendlich gut, dass es fast schon eine Frechheit ist. Ja, also auch solche Bilder, ne? Ja, das Kaiserreich will bitte, dass es hier so ein bisschen schöner aussieht und so. Also, wir bauen ja neue Dinge auch, ne? Das läuft ja eigentlich, aber ja, für den Vibe, der hier herrscht, da können wir halt nicht viel machen, ne? Das ist halt ein Rauspflaster hier. Weißt du, wie ich meine? Die nehmen die Steuern ein, werden komplett zerhackt und sterben dann bei uns in der Nähe. Die Steuern kommen nie bei denen an. So, es ist. Also, vielleicht hat es da irgendjemand weggeschafft, aber ich glaube es nicht. Hier liegen 2, 4, 6, 7 Samurai-Stiefel. Wenn ich mich recht entsinne, waren das 2 Dreierreihen und eine Person vorne, oder? Also sind basically alle gestorben, die da dabei waren.
Ja, tut mir auch irgendwo leid, ne? Aber also das mit den Steuern hat irgendwie nicht funktioniert. Oh Mann, das ist so bodenlos. Oh, ich muss mich echt ein bisschen am Riemen reißen, hier nicht immer die Fassung komplett zu verlieren. Ja, das wird auch ausbluten. Was willst du denn machen? Dann biegt sein Kumpel auch ab, ne? Weil ich habe keinen Verbandskasten. Ja, das wundert mich auch nicht, ne? Wir müssen jetzt dringend in die Verbandskastenproduktion einsteigen. Ist ganz klar. Okay, meine Lieben, ihr dürftet wieder fit sein, oder? Dann kommt mal da raus. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie Verbandsmaterial-Shit herbekommen. Na, wir können gerne erstmal noch ein bisschen was kaufen, das steht vollkommen außer Frage, aber im Idealfall würden wir natürlich gucken, dass wir, wisst wie ich meine, einfach noch mal ein bisschen in die Eigenproduktion einsteigen können. Was hast du denn? Zeig mir deine Vorräte. Der hätte auch Tier. Oh! Baumwolle hätte der hat leider kein Hanf, ne? Hanf kriegen wir hier nicht, wie es aussieht. Aber das ist okay. Mit der Baumwolle, die er da hat, können wir schon mal Baumwolle regeln und mit Stoffen anfangen. Plus, wir könnten mit Grün... Reisgras. Ich dachte gerade kurz, das wäre Hanf, ne? Wo holen wir uns... Wo machen wir denn Hanf klar? Sollen wir noch Grünfrüchte ranholen? Ach, ich wüsste echt nicht, wozu, oder? Ich wüsste echt nicht, wozu. Ich will aber halt eigentlich schon mit Hanf Medics bauen. Und nicht irgendwie anders hier, ne? Ach kommt, jetzt für den Anfang, oder? Jetzt für den Anfang, bis wir unser Rüstungsproblem geregelt haben, weil sonst kommen wir nicht voran. Wir müssen ja das Rüstungsproblem regeln, dass unsere Leute irgendwo hin können, ohne dass sie Ärger kriegen, weil Rüstung gestohlen und so. Das müssen wir regeln und vorher... Beziehungsweise, solange wir das regeln, wäre es halt super, wenn in der Zwischenzeit irgendwas vorangeht. Und dafür ist das hier wichtig, wie ich finde, ne? In dem Sinne nehmen wir es so lange mit. Und dann würde ich behaupten, können wir? Also, dann gehen wir auf die bodenloseste, gefährlichste, abartigste Expedition ever mit allen, die wir bis jetzt haben. Und ich bin gespannt, ob alle wieder zurückkehren werden, ne? Dann... müssen wir nämlich wo Hanf herholen und das wird scheiße gefährlich, ne? Das wird richtig gefährlich. Und auch die Idee mit der Rüstung ist jetzt ja nicht so, als würde man, ne, da lässig hinkommen ohne Probleme und so. Also das wird alles in allem ein super gefährliches Unterfangen, beziehungsweise zwei super gefährliche Unterfangen. Ja. Kann man machen, Ja, doch, Boah, ich bin mir gerade selbst unschlüssig. Das könnte halt schon wirklich bedeuten, dass ein paar Leute von uns sterben, ne? Also das sind somit die gefährlichsten Orte, an die wir da müssen. Aber es wäre halt insane witzig, wenn es funktioniert. Und ebenso cool. Dann würde ich jetzt gerade aber eher erstmal niemanden mehr rekrutieren. Weil diejenigen, die wir dabei haben, immerhin schon mal so ein bisschen was können jetzt, ne? Also, klar, die sind alle nicht gut, versteht mich nicht falsch, aber es sind nur zwei dabei, die man so richtig beschützen muss, sag ich mal. Der Rest ist immerhin nicht complete Rookie. Ja, doch, das macht Sinn so. Das macht Sinn so. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen, sollen wir vielleicht noch einen Beep irgendwie einen Rucksack besorgen, dass der auch noch mal ein bisschen Baumwolle mitnimmt? Oder soll er einfach so noch mal ein bisschen Baumwolle mitnehmen? Weil... eigentlich wäre es mir jetzt schon ein Anliegen, dass wir auch direkt genug für ein Feld haben. Ja, komm, wir nehmen jetzt so viel mit, wie wir tragen können. Ja, was auch basically fast so viel ist, wie der hat. Was genauso viel ist, wie der hat. So, und dann haben wir gemacht, was wir konnten. Und alles darüber hinaus war nicht within our power. Zumindest nicht dieses Mal. Diese Nester hier, Alter. Oh, es ist so gut. Es ist so gut, was hier läuft. Beep. Ich lieb's, dass er das ab und zu einfach kundtut. Ne? Es ist wichtig. Beep. Ja, ja. Leute. Unser Gameplay sucht seinesgleichen, wie ich finde. So, 22, Humble 16. Okay, minus 6. Überlastung und Rüstung. Du bist so überlastet. Oh, okay, ja, Humble braucht dringend mal noch Stärke.
Okay. Okay. Ja, ja, das ist ein Ding. Wir müssen noch ein bisschen Stärke leveln, bevor wir los können. Zumindest Dr. Who, Dr. Green und Hanbu. So wie meiner Meinung nach Washu und Watson. Das geht auch ruckzuck, versteht mich nicht falsch. Das ist jetzt kein Hexenwerk in dem Sinne, na, das kriegen wir schon hin. Sag mal, geh mal, wie schnell bist du denn? 15 mph, das müsste ja passen, wir sind ja alle schneller, ne? Ja, ja, dann lauft mal zu hier, genau. Wenn Dr. P einen Hit bekommt, ist das egal, das war bestimmt nicht schlimm, ja, easy. Ja, ja, ein bisschen Stärke müssen wir grinden. Ganz kleines bisschen. Das dürfte innerhalb von einer Folge gegessen sein, in der wir zeitgleich die Landwirtschaft ein bisschen großziehen. Na, also, versteht mich nicht falsch, das muss nächste Episode so laufen. Weil sonst kommen wir gar nicht vom Fleck. Wir müssen ja auch Dinge mitnehmen können und so. Das ist super wichtig, ne? Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Bin auch im Überlegen, ob wir vielleicht nicht doch nur eine kleine, erlesene Elite losschicken. Wisst ihr direkt schon mal die Spreu vom, die Spreu vom Weizen trennen, oder? Und sagen irgendwie Dr. P, Dr. Stone, Dr. Humble und Dr. Beep. Die würde ich mitschicken. Ja, und Greenfump, Who, Green, Washu und Watson lassen wir hier. Dann haben wir Leute, die Landwirtschaft machen können, jemanden, der kochen kann, eine Person, die ein bisschen was kann, na, und alle sind aber ziemlich gut an den Geschütztürmen. Wenn halt da in der Zwischenzeit irgendwelche Räuber rumkommen, die uns versklaven, dann sind wir halt voll am Arsch. Ne? Dann müssen wir irgendwie wegsneaken oder so. Sollen wir es drauf ankommen lassen? Weil ich finde halt das auch immer witzig. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir so an zwei Fronten sind, dann sind das gewissermaßen ja zwei Abenteuer zur selben, zwei Abenteuer zum Preis von einem. Jetzt haben wir hier tatsächlich so ein bisschen Sonnenissues, ne? Aber denk mal, das ist egal. Ja. Lasst gerne mal da, was ihr davon haltet. Also ich wäre offen dafür, beides wäre für mich okay. Na, wir können gerne das ganze Squad mitnehmen. Ich glaube, das würde auch allen gut tun. Ja, die das dann auch im Idealfall, also wenn sie es überleben, würde das allen gut tun. Ne? Ansonsten tut es vielleicht manchen nicht so gut. Ja, aber oh ja, doch, all in all bin ich bei beidem nicht abgeneigt. Ich kann es nicht anders sagen. Alles in allem fände ich, glaube ich, beides einfach cool. So, jetzt machen wir hier noch ganz geschwind Landwirtschaft. Und zwar Baumwollanbau. Let's go. Forscht da direkt mal rein, Dr. Who. Und in dem Sinne kann Dr. Hanbu hier noch die letzten zwei ablegen. Na? Und dann können wir damit im Idealfall direkt ein erstes Feld aufstellen. Das wäre doch klasse. Dr. P nimmt hier die aus, die vorher von Dr. Greenfarm geheilt wurden. Und ich lieb schon wieder alles daran, ne? Ja, ja, der Dr. P. Dinge, die der halt so macht, ne? Also, den könnten wir auch eigentlich mal, wisst ihr was? Den schicken wir jetzt mal in ein anderes Nest, oder? Und gucken mal. Das wäre halt das Ding. Wir müssten halt erstmal ein Nest erscouten, das ein bisschen weiter weg ist. Das dann komplett nackig machen. Und dann hoffen, dass es näher bei, also, ne, dass das neue Nest näher bei uns spawnt. So eins zum Beispiel könnte man mal nackig machen. Aber da sollten wir vielleicht nicht den P solo reinstecken, sondern auch erstmal jemand anderen noch nachtrainieren. So ein Stone und ein Humble. Wenn die irgendwann so Richtung Dr. P gehen von den Stats, könnte man dieses Dreier-Squad meiner Meinung nach durchaus losschicken und mal gucken, was die zu dritt so gerissen kriegen. Okay. Ja, dann Beep, gehen wir nochmal in die Crossbows. Ja, kannst noch mal ein bisschen chillen, gar keine Frage. Hanbul, komm, du auch, das ist okay. Mach hier mal irgendeinen Crossbow. Und ja, Greenfarm, du bist am Start. Dr. Who ist am Kochen, der wird auch nie wieder wegkommen. Wie steht's da eigentlich mittlerweile? Kochen erst 21, hätte ich jetzt gedacht, mehr irgendwie, bin ich ehrlich mit euch. Naja, wie dem auch sei, wir legen vom P noch geschwind ein bisschen Shit ab. Das nimmt so überhand. Und er kommt irgendwie nicht gut die Treppe hoch, ne? Vielleicht müssen wir diese Lager nächste Episode auch nochmal umbauen und in dem anderen Haus unten hinstellen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Episode, oder? Wir fassen nochmal zusammen. Ich schreibe nachher nochmal geschwind die Stats raus, damit wir vergleichen können. Obwohl, den Vergleich machen wir gleich noch schnell zusammen, damit ihr den Vergleich von letzter Episode, was ich rausgeschrieben habe, versus jetzt in Bezug auf unser Geschick habt. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir nächste Episode die Lager ändern. In dem Sinne, dass wir zum Beispiel Betten allmählich darüber packen, dass wir
die Tierhäutelager rüber ins andere Haus packen. Solche Geschichten machen wir. Dann bauen wir die erste Farm auf, oder? Auch ganz wichtige Sache, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, gucken wir direkt noch, dass wir während dieser ganzen Prozeduren Stärke leveln mit, wie eben vorher gesagt, hier, alle, die unter 20 sind, finde ich, sollten dringend. Also Hu, Green, Hanbu auf jeden Fall noch ein bisschen, weil er als Krieger definitiv mehr als 22 braucht. Vielleicht nehmen wir Stone noch mal ein bisschen mit, wäre wegen mir jetzt auch nicht verkehrt. Vielleicht lassen wir auch einfach alle irgendwas tragen mal, ne, und einfach irgendwie ein bisschen von A nach B rennen. Das wäre nicht verkehrt. In dem Sinne sollten wir nächste Episode auch auf jeden Fall wieder anfangen, hier ein bisschen abzubauen. Das kann wegen mir direkt auch mal jemand übernehmen, oder? Nehmen wir vielleicht dafür einen Hanbu und sagen, hier, guck mal, mach mal den Sport erstmal aus. Geh mal hier rüber und hack hier ein bisschen. Ne? Genau. Und in dem Sinne verlesen wir noch geschwind das Geschick. Und dann, Leute, ne, haben wir mal wieder eine ehrbare Episode hinter uns. Also, passt mal auf. Dr. P. hatte letzte Episode 39 Geschick und hat jetzt noch 39. Kleinen Moment, ich schreibe mir das hier direkt wieder auf in meiner wunderschönen Tabelle, die gestört hässlich ist. Ne? Dass er bei 39 nicht krass hochlevelt, wenn er hauptsächlich am Metzeln ist, wundert mich wenig. Gehen wir auf die 2. Da haben wir 29 geschickt. Der Beep hat 3 Punkte bei Geschick gelevelt. Das wundert mich auch wenig, weil er war mit dem Katana drin, dass das ruckzuck geht, ist klar. So, Dr. Stone ist von 23 auf 27. Let's freaking go. Hier sind wir von 25 auf 25. Das ist ja der Hammer. Ja? Beim Dr. Who sind wir von 15 auf 15, das ist ebenfalls der absolute Burner. Ne? Dr. Green, wie sieht's bei dir aus? Da sind wir bei 31, waren davor bei 29. Easy, nehmen wir mit. Humble, da waren wir bei 25 und sind jetzt bei 28. Geilon. Washu war bei 10, ist jetzt bei, da dürfte auch was abgegangen sein, oder? 16. Tigi, let's go. Und Watson war bei 5 und ist jetzt bei 9. Mhm, solide. Definitiv. Ja, geile Sache. In dem Sinne sehen wir uns nächste Episode. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Stay hydrated, stay Kenshi und lasst unbedingt da, was ihr davon haltet. 2 getrennte Squads für unsere Mission, Rüstung und etwas anderes, was ich jetzt auch für die OGs gewissermaßen nicht gespoilert haben will. Einfach, dass noch so ein bisschen Spannung hier bleibt, ne? Oder alle zusammen dahin gehen. Das ist die Frage. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.